Reichtum ohne Umweg. Kein Problem. Guck dir einfach das Video an. So, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Malte Lingnau. Hier geht es um finanzielle Freiheit durch finanzielle Bildung. Und heute geht es um das Thema, wie der Titel schon sagt, Reichtum ohne Umweg. Und es geht eigentlich auch nur um eine ganz kleine Sache, die man verstanden haben muss, damit Reichtum, egal in welchem Maße, erstmal möglich wird. Denn im Reichtum ist es ja meistens so, man muss klein anfangen, baut es schrittweise auf und irgendwann durch den Zinseszinseffekt explodiert es dann im besten Fall. So, das Prinzip, um das es heute geht, ist aber jetzt nicht der Zinseszins oder sonst was, hatten wir auch schon, sondern es geht darum, dass man unterscheidet zwischen einem Vermögenswert und dem Konsum. Denn oftmals kann man eine bestimmte Ausgabe machen und die führt entweder dazu, dass man finanziell freier wird und Reichtum aufbaut, oder sie führt dazu, dass man einfach eine Sache hat, die wertloser wird. So, und da müssen wir jetzt einmal unterscheiden. Nehmen wir mal ein Beispiel. Auto. Ich kaufe heute einen Neuwagen, irgendein Mercedes, und sage, boah, tolles Auto, hat richtig viel PS, damit kann ich durchstarten. In den nächsten 5 Jahren wird er wahrscheinlich, sagen wir mal, zwischen 30 und 70% seines Wertes verloren haben. Das heißt, diese Ausgabe, die ich getätigt habe, hat einen negativen Effekt auf meine finanzielle Situation, denn ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 100.000 Euro gezahlt und kriege in den nächsten Jahren dann einfach immer kontinuierlich weniger dafür. Klar, ist ein Gebrauchsgegenstand, ist logisch, aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich kaufe einen Mercedes von, sagen wir mal, 1950, also ein Oldtimer, und das ist ja auch ein tolles Auto vielleicht. Ich gebe vielleicht auch 100.000 Euro aus, aber ich weiß, im Verlaufe der Zeit wird er im Wert steigern oder steigen, und deswegen habe ich keinen Verlust auf mein Kapital, sondern es wächst noch weiter an. Und wenn man Reichtum ohne Umweg erreichen möchte, muss man immer darauf achten, dass man Ausgaben, die man tätigt, in Richtung, also Vermögenswerte macht, das heißt Ausgaben, die langfristig das Vermögen steigern werden, anstatt zu Ausgaben, die weiter Geld aus der Tasche ziehen. Nennen wir zum Beispiel mal ein anderes Beispiel. Wenn man jetzt ein neues Handy kauft, hat man zum Beispiel einen sehr, sehr hohen Wertverfall. Es ist immer eine Ausgabe, die gemacht wird, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn man wirklich ohne Umweg zum Reichtum kommen will, dann geht es nur über den Weg, dass man diese Konsumschulden reduziert oder sogar eliminiert. Eliminiert ist immer, es ist nicht komplett möglich, weil bestimmte Ausgaben einfach notwendig sind, aber je weiter man sie runterschraubt, desto schneller ist dann auch der Weg zur finanziellen Freiheit bzw. zu seinem Reichtum. Und ich habe da letztens ein schönes Beispiel zu gesehen, dass man sich sowas vorstellen kann, wie zum Beispiel ein Bauernhof. Und wenn man jetzt Vermögenswerte aufbaut, ist alles, was man kauft, zum Beispiel eine Kuh, die dann in dem Stall steht. Und was kann man mit der Kuh? Diese Kuh kann zwei Sachen. Entweder sie kann uns Milch geben oder, wenn wir zum Beispiel das Fleisch wollen, wir können sie schlachten. Das heißt, entweder wir haben laufende Einnahmen von unseren Vermögenswerten und können einfach den Vermögenswert verkaufen für mehr Geld. Das heißt, wir haben meistens diese beiden Optionen. Nehmen wir zum Beispiel mal Aktien als Beispiel. Ich habe laufende Einnahmen durch Dividenden, Optionsprämien oder sonstiges. Oder ich kann auch die Aktie verkaufen, solange sie im Plus ist, und bekomme dann einfach das Kapital, was aus der Aktie rausgelaufen ist. So, und je mehr Kühe ich sozusagen in den Bauernhof stelle, desto mehr kann ich melken oder desto mehr kann ich irgendwann schlachten und mir dann zum Beispiel eine bessere Kuh kaufen, die zum Beispiel lila ist oder golden. Und dieses Prinzip muss man eigentlich verstanden haben, damit der Reichtum angehäuft werden kann. Denn was der Großteil der Menschen macht, ist, sich nicht auf diesen Bauernhof zu konzentrieren, sondern diesen leer zu lassen, dass da keine Tiere drin sind, also keine Kühe, und die Ausgaben dahin zu verlagern,
dass man einfach jetzt gerade einen Luxus hat, der in ein paar Jahren sowieso weniger wert ist und dann keinen Wert mehr hat und dann eigentlich ersetzt werden muss, damit man wieder den Standard hat, den man vorher hatte. Und da muss man für sich eigentlich nur festlegen, was möchte man. Wenn man den direkten Weg möchte, muss man auf diese Ausgaben verzichten, auf diese Konsumausgaben und sagen, ich konzentriere mich jetzt auf meine Vermögenswerte, lebe vielleicht in einem gewissen Verzicht, wobei ein Verzicht ist immer relativ, dazu werde ich aber nochmal ein anderes Video drehen und wer weiß, dass ich dadurch viel, viel schneller meine finanziellen Ziele erreichen werde und kann. So viel zum direkten Weg zum Reichtum, so war der Videotitel. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es mit einem Daumen nach oben oder beziehungsweise kommentiere mir mal, ob du diese Entscheidung für dich getroffen hast, beziehungsweise wie du das siehst. Ist für dich ein Verzicht auf solche Konsumgüter in einem gewissen Maß akzeptabel oder sagst du, nö, ich will darauf gar nicht verzichten, ich muss einfach massiv mein Einkommen steigern, damit ich das, was ich dann vielleicht an Vermögenswerten aufbauen möchte, dadurch noch ausgleichen kann. Das würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Ansonsten findest du auf meiner Homepage noch die 7 ewigen Gesetze finanzieller Freiheit, wenn du dich noch weiter informieren willst. Da habe ich 7 Grundprinzipien reingeschrieben, das ist so ein E-Book, wo du lernen kannst, was finanzielle Freiheit eigentlich bedeutet und welche Gewohnheiten und Schritte notwendig sind, damit sie überhaupt erreicht werden kann. Nach den Prinzipien handle ich selber und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Mehrwert, wenn du frisch in die Thematik reinkommst. Ich freue mich, dass du es wirklich so lange bis zum Ende des Videos geschafft hast. Ich freue mich ansonsten, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage alles Gute, bis dahin, mach's gut, ciao.